Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Zalando 7 Games. Wie ihr sehen könnt, ist es wieder ein Squad Builder. Wie versprochen kommen jetzt ein paar mehr Squad Builder. Nachdem gestern hier Esswein und Javinho da waren, ist heute ein besonderer Spieler, denn der hat gestern der Team of the Week Moments Karte bekommen und dadurch hat er es oder dadurch ist sein Headliner mal eben auf schmackhafte 96 gestiegen. Und ja, mittlerweile sieht er schon sehr, sehr spielbar aus. Ist relativ teuer mit 1,3 Millionen mittlerweile. Bevor das Team of the Week rauskam, lag er noch so bei 900.000. Also man hätte mit dem richtig gut Geld machen können. Und ja, um den Kerl machen wir jetzt drei Teams insgesamt. Ein 500k-Team, ein Millionen-Dollar-Team und ein Special-Card-Team. Und ja, bevor wir loslegen, noch schöne Grüße an den Leon und an die Hanna. Ich bin stolz auf euch, mal weiter so. Und dann legen wir jetzt los. Let's go. So, das erste Team. Leider ist es bei Lewandowski nicht ganz so einfach, weil dadurch, dass Land als Pole relativ wenig Link-Möglichkeiten da sind, ist es nicht so einfach. Aber ich habe mir gedacht, hier 500k-Team zuerst. Probieren wir ein Bully-Team aufzustellen, auch mit Spielern, mit denen man vielleicht nicht so oft spielt, aber die eigentlich ganz nice aussehen. Also ganz ehrlich, das Team würde ich eigentlich auch mal gerne testen, so mit so einem Gerhard und so einem Aranguiz. Noch nie gespielt, sehen aber interessant aus. Goretzka mit 86 kommt auch noch dazu. Auch die Verteidigung mal komplett anders, nämlich hier den Max, beziehungsweise, ja, müssen wir den, weil der andere ja LM war. Nehmen. Wie gesagt, man kann natürlich auch hier wie beim Werner, wenn man einen Player of the Month hat, auch gerne den nehmen und so weiter. Oder einen Reus, wenn man da einen besseren hat oder mehr Coins hat, ist das natürlich auch möglich. Es soll ja einfach nur eine Idee sein, wie man ungefähr oder was man so für ein Team bauen kann, dass man einfach mal selber so ein bisschen auf neue Ideen kommt und guckt, was man so machen kann. So, dann packen wir noch den Hakimi hier rein. Und ja, wer ganz ausgewogen oder verrückt mag, kann sogar mit Dreierkette spielen. Und links und rechts zum Beispiel Max gibt es ja als Informkarte und Hakimi als diese Champions League-Karte als Mittelfelder und die dann zurückziehen und mit einer Fünferkette dann spielen in Game. Ist auch alles möglich. So, Lewandowski, den, also bei den Teams ist natürlich von vornherein klar, dass Lewandowski schon im Team ist. Also der zählt da nicht bei dem Budget mit, weil sonst wären 500.000 nicht möglich. So, in dem Fall sind wir bei knapp 520.000 auf Blazy. Und ja, ich denke, das ist eigentlich ganz in Ordnung und dann würde ich vorschlagen, machen wir mit Team 2 weiter. Und bei Team 2 dreht sich das Ganze um 1 Million Coins. Und ich habe mir mal überlegt, vielleicht machen wir hier mal, weil gleich kommt natürlich das Team mit Special Cards, mal ein Team mit weniger Special Cards. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal hinten an. Weil das Spannendste und Interessanteste kommt nämlich da zum Schluss. Aber ihr werdet es gleich selber sehen. Also ihr seht schon mal, spanische Liga ist mit dabei. Mit Ter Stegen. Dann haben wir hier noch ein Da Costa, aber nicht die teure Variante, sondern halt den günstigen. Hier haben wir dann ein Hernandez als Franzosen. Natürlich kann man auch hier den nehmen, je nachdem wie viel Coins man hat. Aber wir für 1-Million-Team müssen wir den hier nehmen. Wir brauchen die Coins für einen ganz anderen Spieler. Das werden wir nämlich gleich dann sehen. Lenglet hier für die Verbindung mit Ter Stegen. Und ich sehe gerade, wir haben voll die komplette falsche Aufstellung. Die muss ich kurz abändern. So, jetzt ist die korrekt. So, dann machen wir die rechte Seite weiter. Und ja, so wie es schon aussieht, wird es eine Bundesliga-Ecke hier mit Tolisso und, ich schreibe schon Bundesliga rein, das war es dann mal komplett, mit Reus. Und auf der linken Ecke kommt dann ein Sandro. Ja, ihr habt richtig gehört, die dritte Liga kommt jetzt hier rein. Ihr könnt natürlich auch den hier nehmen, falls ihr den habt, aber ich nehme jetzt einfach mal den. Dann ein Matuidi, dann ein Dybala und ganz vorne im Sturm, ihr seht, wir haben noch fast 750k. Ja, und wer kostet 750k? Ganz genau! Cristiano Ronaldo, ist das nicht ein fettes Team? 1 Million Münzen.
Aber dafür habt ihr den hammerfetten 90-Plus-Sturm Lewandowski und CR7. Und ganz ehrlich, der Rest ist auch nicht gerade viel schlechter. Also damit kann man auf jeden Fall eine Weekend League antreten für 1 Million Coins. Also das ist schon ordentlich. Kann man nicht meckern. Aber natürlich kann man das Geld besser aufteilen. Aber wer unbedingt mal mit Ronaldo spielen will und Lewandowski, die krassen Stürmer, würde sagen, ja, mit die besten Stürmer der Welt aktuell, vor allem auch Mittelstürmer. Und ja, finde ich nice, das Team. 1 Million, geile Sache. Und dann kommen wir jetzt zum Team mit der schönen Special-Card-Formation. Aber ich sage euch schon mal eins, die wird teuer. Das Team wird teuer. Also das ist für die meisten nicht machbar. Aber ich dachte mir, just for fun, so ein Team einfach mal bauen. Wir wechseln hier auch mal die Aufstellung. Mal gucken, genau. Und legen los. Hier die Bayern-Verbindung ist natürlich da. Mit Gnabry, wer natürlich den hat, ist on point. Ansonsten natürlich auch in Form. Del Piero kommt. Oh. Del Piero kommt in die Mitte. Dann haben wir noch eine Ikone. Deswegen wird es auch so teuer. Aber wie ihr seht, habe ich auch die Moments-Ikone. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier den etwas günstigeren, dann wird es natürlich günstiger. Aber ich habe hier mal einfach die Moments genommen, weil es einfach geiler aussieht. Im Tor kommt ein Alisson als 97er. Hier kommt ein Tonali. Auch eine sehr, sehr interessante Karte. Als 91er Future Star ist das, glaube ich. Da haben wir aber nicht, da haben wir noch eine von, nämlich hier, das ist der gute Renan Lodi, auch Spieler, die man relativ selten spielen wird. Auch Bonner, ich glaube, die SPC ist ja durchgehend da, also wer die noch machen will, kann die noch machen. Florenzi, auch sehr interessanter Rechtsverteidiger. Und im Mittelfeld kommt dann noch ein Vidal, aber da fehlt dann natürlich noch eine Position, nämlich der Perfect Link zu Vidal. Griezmann. Ja, und ich glaube, die Aufstellung ist auch eigentlich ganz interessant. 10 Millionen oder fast 11 Millionen. Natürlich gibt es für 11 Millionen auch andere Teams, die man locker bauen kann. Aber ich finde diese Special Card Formation ganz nice. Vor allem die Abwehr mit Ogbonna, Maldini. Im Mittelfeld Del Piero ist geil. Griezmann mit Lewandowski. Das sieht alles schon sehr, sehr schmackhaft aus. Und ja, das war es im Prinzip zu den Squad-Bilder. Und als zusätzliches, ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das öfters machen werde oder nicht, aber in dem Fall hier mache ich es einfach. Heute ist Donnerstag und es gibt Weekend League Rewards und die packe ich jetzt am Schluss des Videos auch nochmal dran. Also jetzt kommen noch die Rewards von der Weekend League bei mir und von Division Rivals. Also viel Spaß damit, wer sich das auch noch reinziehen will. Und ja, von daher sage ich mal, bis gleich bei den Rewards. So, weiter geht's jetzt mit den Belohnungen. Division Rivals und Foot Champion. Wir gehen als erstes in Division Rivals rein. Wir haben die Möglichkeit, hier 34.000 Münzen oder 2 Megapacks zu holen oder 4 Untauschbare. Ich bleib dabei. Packs. Dafür spiele ich das Spiel. Und ja, was soll ich mit Untauschbaren? Ich will hier einen Foot Birthday ziehen. Wir erinnern uns nur alle, was ich hier bei FIFA 18, glaube ich, war das, Foot Birthday gezogen habe. Wer es nicht weiß, kann auf meinen Kanal klicken. Da als Vorschauvideo ist es nämlich richtig nice. Und das wollen wir jetzt natürlich auch ziehen. Und ja, würde ich sagen, starten wir direkt mit den 2 Packs rein und danach gehen wir in die Foot Champions. 2 Megapacks. Fangen wir mit rechts an. Let's go! Walkout? Na. Zieht noch nicht mal durch. Na. Das ist aber nicht das, was wir hier gezogen haben. Nee. Vielleicht dann nur nee. Naja, immerhin ein blauer mit dabei. Pichin. So, das nehmen wir mit. Dann kommen wir zum zweiten Pack hier von den Rivals Belohnungen. So, komm, gönn jetzt Walkout. Guri. Gönn Walkout. Und er gönnt. Aber der geht durch, glaube ich. Jawohl. Kroatia. Stürmer. Kamaric. Party. Mache Party. Ist eine erfolgreiche Party, aber egal. Party. Ach ja,
Oh, schönes Trikot. Das sah nett aus auch. Den habe ich sogar schon. Aber egal, 83er sind aktuell wegen der Timo Sovic SPC recht wertvoll. Deswegen machen wir mal hier für 2,7 den Kramar-Stuf draufstellen. Und dann kommen wir dann zu den Foot Champions Belohnungen. Da habe ich nämlich Gold 1 erreicht. 20 zu 11. Ne, kann ja gar nicht sein. Der 31 Spieler. Kappa. 20 zu 8, glaube ich. Habe ich am Ende geholt. Und ja, von daher Gold 1 erreicht. Gibt es nette Belohnungen, nämlich 50.000 Münzen, 200 K-Packs und 2 Spielerwahlobjekte. Damit starten wir rein. Unter dem haben wir mit rechts gestartet, hat nicht geklappt. Starten wir jetzt mit links. Lewandowski könnte drin sein. Vardy könnte drin sein. Es ist ein Ljajic. Ja gut, das geht besser. Spieler Nummer 2 ist, komm, gib mir den Levy, dem... Oh, Iličić als 90er. Ja, gut, das ist gerade eben nicht gerade eben eine Karte, die ich unbedingt spielen würde, aber egal, ist 90, ist sehr, sehr geil, ist eigentlich, keine Ahnung, 70k-Wert oder so, und zur Not kann ich die von der SBC benutzen, und da Gegenwert von 90er ist, keine Ahnung, 50k oder so, von daher nehmen wir auf jeden Fall Iličić mit, sehr nice, 90er ist da. Werden wir hier für die Fans ein Foto machen, hier. Hashtag Paparazzi ist da. So, nice. Und weiter geht's. Mit dem Packs, 200k Packs. Da könnte ruhig noch so ein 90er rauskommen. Hätte ich nichts gegen. Fangen wir wieder mit links an. Hat er gerade eben ganz schön gefruchtet. Von daher schauen wir mal, ob die 100k Packs jetzt was bringen. Jawohl, da ist der Walkout. Kein Foot Birthday. Das Silber. Ja, naja, egal. Hauptsache Walkout. Schon mal ein paar Coins mehr. Paar Coins. Komm, Rudi, alles für die Paparazzis. Da geht er zu Boden. Da geht er zu Boden. Das hat er nicht erwartet. Ich auch nicht. Oh, und noch ein Inform Zigankov. Nice. Ist leider wahrscheinlich auch nicht so wert. Aber egal, nehmen wir mit. David Silva, Kassier 2, 83er ist nice. Kera ist auch noch dabei, ist auch ganz nice. Ist ein stabiles 100k Pack auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Und hier auch nochmal ein 82er Promis. Die gehen auch gut weg, aktuell in der SBC. Naja, ein damit auf die Liste. Schau, Mario kann auch weg. Wort Profse. Der Profse kann auch weg. Soares. Auch weg. Jetzt hängt wieder EA. Delay ist da. Kennt ihr EA? Delay ist da. Und ja, kommen wir zum letzten Pack heute. Und ja, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt holen wir noch eine Foot Birthday Karte. Da bin ich vollkommen zufrieden hier. Mit der Aufnahme, mit der Session hier. Ja, ein Walkout, komm, Foot Birthday. Nein, aber Frankreich. Ha, miese. Ich habe kurz gehofft, dass es vielleicht Kanté ist oder so. Aber leider gar nicht. Schade. Und ja, Loris ist in Ordnung, nehmen wir mit. Paparazzi müssen wir auch machen. 200k Packs, 2 Walkouts. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich Woche für Woche 100k Packs geöffnet und keinen einzigen Walkout. Von daher, exquisit EA, 90er Iličić ist auch da. Die Rewards haben gebankt. Und was haben wir noch dahinter? Ah, nochmal ein paar 83er, 82er, das ist stabil. Nochmal einen blauen dazwischen. Ja, und nochmal ein 82er. Super, wunderbar. Nices Opening. Ich hoffe, die Squads mit Lewandowski gefallen euch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet. Und könnt ihr auch gerne mal eine Karte reinschreiben, von dem ihr auch mal einen Squad sehen würdet. Also eine Special Card. Sei es irgendeine Foot Birthday, Shapeshifter oder was es auch gibt. Schreibt es unten in die Kommentare und dann schaue ich mal, was ich machen lässt. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abo klicken. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin und tschüss.